Hello again, happy morning in the morning. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ja, und heute dachte ich mir, ich mache einfach mal ein Video darüber, was bei ihm als nächstes passiert, was bei ihm oder auf ihn das nächste Mal, nicht das nächste Mal, sondern was auf ihn jetzt zukommt. Weil wir wissen ja alle, wir sind am Transformieren, ne? Wir nehmen wahr, wir werden bewusst und so weiter und so weiter. Und all das geschieht ja aber auch bei dem anderen, ja, oder egal ob männlich oder weiblich, je nachdem, ob du männlich oder weiblich bist, beim Gegenüber, sagen wir es mal so. Und jetzt dachte ich mir einfach mal ein Video darüber zu machen, was denn bei ihm als nächstes passiert und oder was ja auf ihn zukommt sozusagen. Jetzt schauen wir uns erstmal seine aktuelle Situation an. Mit dem neuen, mit der neuen, den Ups, Stimme, ich muss mir mal auf den Hinterkopf knallen. Damit es wieder läuft. Ja, die neun der Kelche, das ist so diese eine Zeit, in der man seine Seele baumeln lässt. Ja, die neun der Kelche ist, es geht einem gut, man ist zufrieden, wie es gerade ist, man lässt sich gut gehen. Ich glaube, das trifft es einfach am besten. Man lässt es sich gut gehen, ne? Man zieht sich so ein bisschen zurück. Man nascht hiervon, man nascht davon, man lässt die Seele baumeln, ein bisschen Musik, mal hier ein Säckchen, da ein Säckchen, da ein Besuch oder hier irgendwas. Man macht sich gerade keine Sorgen, man ist einfach ja, glücklich, weil man sich gerade gut gehen lässt. So, und was kommt jetzt sozusagen auf ihn oder sie, je nachdem, zu. So, was haben wir hier? Da haben wir die 6 der Münzen, okay. Ja, logischerweise muss man sich natürlich dann auch mal wieder sammeln, ne? Wenn man sich so zurückgezogen hat und es dann einem eigentlich wieder gut geht, dann muss man sich aber halt auch wieder sammeln und ja, schauen, was jetzt wieder zu tun ist, worauf man sich jetzt wieder fokussieren sollte, weil man muss ja auch wieder zu sich kommen, man muss ja auch wieder bei sich ankommen. Und habe dann aber hier mit den 10 der Kelchen die absolute Fülle in der Liebe. Ja, also hier ist jemand ganz bei sich, ganz beisammen. Der hat hier vielleicht noch ein bisschen aufgeräumt oder noch ein bisschen was in Einklang gebracht. Dann ist aber hier sozusagen ja so ein Cut, so eine Trennung. Hier passiert etwas im Außen oder durchs Außen, was einem jetzt erstmal den Boden unter den Füßen wegzieht, was aber gar nicht so dramatisch ist, weil es ja auch eigentlich immer so ist, ne? Wenn etwas zusammenbricht, dann baut sich etwas anderes wieder auf und so ist es auch hier. Und mit dem Herrscher sozusagen geht es auch wieder um eine neue Ausrichtung der Struktur, eine neue Struktur. Kann sein, dass hier vielleicht auch im Arbeitsleben etwas zusammenbricht, was vielleicht mit dem Privatleben oder Liebesleben gar nichts zu tun hat, dass da vielleicht irgendwie ja sowas wie eine Kündigung oder aus irgendeinem Grund, ne? Nichtsdestotrotz, mit dem Ass der Münzen baut sich aber auch ganz schnell wieder etwas Neues auf und damit auch eine neue Struktur, in die man dann wieder reinfühlt, ja, in die man reingeht, in die man reinläuft. Auch da wird dann alles wieder in seine Bahnen kommen, ja. Also ist zwar hier eine unschöne Situation erstmal, wenn einem so der gewohnte Boden unter den Füßen weggerissen wird. Nichtsdestotrotz geht dabei aber dann auch wieder eine neue Tür auf. So ist es halt eben einfach immer und so wird es auch immer bleiben. Und auch hier, wenn man sozusagen diese Veränderung angenommen hat und sich hier wirklich auch was am Aufbauen ist, ja, weil es geht ja auch immer
um die Möglichkeit, sich was aufzubauen, dass einem die Chancen geboten werden durch eine solche Situation, die aber auch schicksalshafter Natur ist, ne? Also hier passiert halt irgendetwas, was einem erstmal aus der gewohnten Situation rausholt. Und das kommt jetzt alles auf ihn zu sozusagen und erhält aber damit auch gleichermaßen die Chance, sich hier etwas Neues aufzubauen und somit halt auch wieder eine neue Struktur. Ich nehme auch hier viele Münzen wahr. Es kann sein, dass es hier um jemanden geht, der es gerne rund mag, der es gerne strukturiert mag und der auch sehr, sehr viel Ordnung braucht, der aber aus irgendeinem Grund hier etwas erlebt hat, wo er sich einfach mal erstmal jetzt zurückziehen musste und alle Viere von sich strecken musste und einfach auch mal die Seele baumeln lassen musste. Und ja, der rappelt sich jetzt wieder auf, ne? Der genießt aber auch trotzdem das pure Glück. Wie eure Situation auch immer sein mag, die 10 der Kelche steht für das absolute Liebesglück im emotionalen Bereich, muss aber auch nicht sein. Es kann natürlich sein, dass ihr euch hier vielleicht wieder trefft, dass ihr aufeinander, dass er auf dich zugeht oder du auf ihn zugegangen bist und dass ihr euch jetzt trefft. Ich nehme das aber in dieser Legung so wahr, dass es hier sich jemand gut gehen lässt und sich dann aber sozusagen aufrappelt und entweder, weil er was begriffen hat vielleicht in Bezug auf die Liebe und zu dir und sozusagen hier vielleicht sogar sein Kartenbild, sein Kartenhaus sein, von seinem eigenen Konstrukt sozusagen zusammenfällt und er eine neue Sichtweise bekommt. Ja, das kann natürlich auch sein. Eine neue Sichtweise auf Sicherheit, eine neue Sichtweise auf finanzielle Angelegenheiten und so weiter und baut sich dann somit halt eine andere Struktur auf, eine neue Struktur, justiert sich neu sozusagen. Aber hier ist auf jeden Fall das Indiz dafür, dass es halt hier auch einfach um etwas Neues geht, weil er sozusagen dahinter gekommen ist, ja, dass je nachdem, was in der Vergangenheit war, das sehe ich jetzt nicht, ne? Ich sehe halt jetzt hier, was auf ihn zukommen wird und das hört sich wunderbar an, weil mit dem Ast der Münzen er halt hier auch sozusagen, ja, da haben wir schon, ne? Da lässt sich's hier gut gehen. Er kennt aber auch hier, was womöglich der Grund in der Vergangenheit war, kann das dann sozusagen wieder in Harmonie bringen, ausbalancieren, auch das, was in Bezug auf die Liebe war, in Bezug auf euch vielleicht oder einfach auch in seinem inneren Seelenbereich, ne, dass es ihm wieder gut geht, dass er im Vertrauen ist, dass er wieder ganz bei sich angekommen ist im Seelenleben, was vielleicht davor ja halt ja ein bisschen problematisch war. Oder man trifft sich hier vielleicht wieder, man geht aufeinander zu und dann ist es wieder problematisch, ja, wieder problematisch, weil man wieder in diese Blockade zurückfällt sozusagen. Das, was vielleicht davor auch der Grund war, wo man vielleicht zu viel gegeben oder zu viel genommen hat oder zu viel gedeckelt hat oder zu viel, falsch unter falschen Voraussetzungen vielleicht auch getan hat, ja, oder vielleicht hat man den großen Gönner gespielt sozusagen, der man eigentlich gar nicht ist, ne, da weiß ich jetzt nicht, inwiefern, was davor auch bei euch war, ne, aber hier geht es definitiv um die Problematik in der Liebe und auch um die Irr- und Umwege in der Liebe, vielleicht ist hier auch noch eine andere Frau im Spiel, das kann natürlich auch sein, was aber auch schon in der Vergangenheit das Problem sozusagen war. Es kann aber auch natürlich sein, dass hier die Probleme wieder auf einen zurollen, sobald man sich wieder annähert, weil man wieder in die alte Energie rutscht. Wie auch immer es ist, es bricht hier auf jeden Fall zusammen. Es fällt zusammen wie ein Kartenhaus und das mit sehr, sehr großen Schritten, mit schnellen Schritten, ja, also bald sozusagen und auch mit einer extremen Wucht, ja, mit einer extremen Wucht, mit,
mit lauten Peitschen, so irgendwie ein Knall, ne? Irgendwie passiert hier irgendetwas Lautes, Schnelles sozusagen. Man bekommt es auch mit der Angst zu tun, ist ja ganz logisch, wenn ein Konstrukt zusammenfällt wie ein Kartenhaus, wo man nicht mal was dagegen tun kann sozusagen. Aber damit hat man auch die Chance, hier sich etwas aufzubauen und genau daran zu arbeiten, was schon in der Vergangenheit sozusagen das Problem war in der Liebe, ja, weil es immer Ecken und Kanten und problematisch, es lief nie rum, es gab rund, es gab immer, immer, immer irgendwie etwas, was nicht richtig war, nicht gut war, es hat immer geziebt und gezappt sozusagen. Und diese Chance erhält man sich jetzt, ja, da hinzuschauen, das zu fühlen, das zu spüren, dass das sozusagen auch im negativen Sinne hier mit dem Herrscher so Überhand übereingenommen hat, ja. Und das auch dann der Grund war, warum man sich vielleicht auch hier immer zurückgezogen hat, um alle Viere gerade sein zu lassen, um es sich richtig gut gehen zu lassen. Warum ich jetzt immer gesagt habe, weiß ich nicht, wahrscheinlich war es schon öfters so. Und das ist sozusagen jetzt der Grund. Also es kommt sozusagen ein Umbruch bei ihm jetzt auf ihn zu, sozusagen. Also noch geht es ihm jetzt gerade gut, ne? Da lässt er sozusagen alle Viere gerade sein, die Seele baumeln, wird aber auch konfrontiert damit, ja, ich sage jetzt bewusst damit, weil wir haben hier die 10 der Kelche und die 9 der Kelche, ne? Die 10 der Kelche mit den Problemen, die Blockade sowieso und aber auch die Zeit, in der es sich jetzt gerade gut gehen lässt. Damit wird er halt jetzt auch dann konfrontiert und ja, so, ja, man weiß es, aber man will es doch nicht wissen, ne? Man tastet sich da sozusagen ran. Ja, und dann kommt hier nochmal eine problematische Phase zu, eine problematische Zeit. Kann auch sein, dass ihr vielleicht Kinder habt und durch die Kinder werdet ihr wieder in irgendeiner Art zusammenkommen. Also nicht im Sinne als Liebespärchen vielleicht, aber als Familie, so dass man sich wieder wohl und geborgen fühlt. Und vielleicht bahnt sich auch da ein bisschen mehr an. Nichtsdestotrotz passiert hier dieser Cut sehr schnell und sehr, ja, wie soll ich sagen, ihr kennt es doch in diesen Cowboy-Filmen, wenn die Pferde so extrem schnell aneinander vorbeihuschen, ja, so schnell passiert dieser Einfluss von außen, wo dann alles zusammenfällt, wie ein Kartenhaus. Und dann bekommt man natürlich auch erstmal hier Panik, ne, mit der Angst zu tun, dass man das hier jetzt erstmal alles verloren hat. Wie gesagt, und damit aber eben auch neue Chancen, hier zu sehen, was hier einen in der Vergangenheit schon Überhand übereingenommen hat, was man nicht sehen wollte, wo man nicht hinschauen wollte. Und dadurch hat es einen auch beherrscht, ne? Und das darf der sich jetzt anschauen. Das ist das, was jetzt auf ihn als nächstes zukommt, was auch immer das hier sein mag, was da zusammenfällt. Ich nehme an, dass es hier mit ja, einer Familiensituation zu tun hat, mit einer Verbindung zu einer bestimmten Frau, die hier mit der Schlange schon signalisiert, ja, hier geht es um eine Verbindung oder um eine Familie, die halt einfach nicht mehr rund läuft, ne, weil es einfach zu viele Probleme gibt. Ja, so sieht es jetzt aus, so, das ist jetzt das, was auf ihn zukommt und ja, so bekommt jeder seine Aufgaben im Leben gestellt vom Universum, um sie dann lösen zu können. In diesem Sinne, meine Liebe, mein Lieber, bis zum nächsten Video, deine Sandra.